نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه الدعوة إلى الله تكون دعوة الكفار. نعم. Und so heißt es im Koran, sag, o Leute der Schrift, kommt zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir keinen anbeten außer Allah. ونقول الرب واحد. نعم. Und dass wir sagen, dass es nur einen Schöpfer gibt. ولابد أن تؤمن بجميع الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. Und du musst an alle Propheten und Gesandten glauben, möge der Frieden auf allen sein, wie Musa und Isa und alle anderen Propheten. ولو آمنتم حقا بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام يلزمكم والله من هذا أن تؤمنوا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فلم تؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. Und wir sagen zu ihnen, wenn ihr an Jesus glaubt, als Propheten, dann müsst ihr auch gleichzeitig an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten glauben. Wenn ihr das nicht tut, dann glaubt ihr auch nicht an Jesus. وغير هذا من الأمور التي تكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بعض الناس هدانا الله إياه خاصة في بلاد الكفر، يأتي الكافر ويريد الدخول في الإسلام. نعم، بعض الناس هدانا الله إياه إذا تاه كافر وأراد الدخول في الإسلام ماذا يصنع؟ نعم. Es gibt manche Menschen, möge Allah und sie recht halten, wenn ein Ungläubiger zu ihnen kommt und den Islam annehmen will, was macht er? يقول له لا لا تستعجل لا تدخل في الإسلام الآن، فكر وراجع نفسك وظل ستة أشهر وبعد هذا تعال راجعنا إن شاء الله تعالى نفكر في دخولك في الإسلام. هذا الواقع اليوم. قال تستعجل وفكر. هل كان الرجل إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وراد الدخول في الإسلام يقول فكر؟ لا، يقول أسلم. صح؟ أي نعم. طيب، Leider gibt es Menschen, die, wenn ein Ungläubiger zu ihnen kommt und sagt, ich will den Islam annehmen, sagen sie nein, denk doch mal drüber nach. Geh und setz dich hin, 6 Monate, denk doch mal drüber nach und komm dann wieder. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gehandelt, wenn ein Ungläubiger gekommen ist und Muslim werden muss? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, werde Muslim. وبعض البعض الآخر إذا جاء إليه هذا يريد يسلم يقول نعم. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. طيب، لابد تبين له معناها صحيح، لأنها لا تنفع إلا بأن يأتي بشروط لا إله، ومن شروط لا إله الله العلم. نعم. Und manche Menschen, wenn zu ihnen jemand kommt und sagt, ich will Muslim werden, dann sagt er zu ihm, du musst mir nachsprechen und das Zeugnis bringen. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad der Diener und Gesandte Allahs ist. Aber das reicht nicht aus. Du musst dieser Person erklären können, was das bedeutet. Dieses La ilaha illallah hat Bedingungen, zum Beispiel, dass du Wissen darüber haben musst. Es gibt manche Menschen, möge Allah uns recht leiten, sie, wenn jemand kommt zu ihnen und Muslim werden will, dann sagen sie nein. Bevor du Muslim wirst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Und zwar, dass wir dich erstmal beschneiden. وخمس صلوات مفروضة. Und es gibt 5 Gebete am Tag, die du beten musst. وقبلها الوضوء. Und davor musst du dich jedes Mal waschen. وقبلها الطهارة. Und davor dich reinigen. وقبلها قد يكون الاغتسال. Und davor musst du dich vielleicht sogar duschen. وصيام شهر رمضان. Und einen Monat fasten. وأداء الزكاة. Und die Zakat. ولا بد من الحج. Und du musst auch Hajj. وتصنع 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 وتترك. نعم. Und erzählt ihm sehr, sehr viele Sachen noch und danach sagt er, und du musst folgende Sachen unterlassen. تترك كذا وكذا وكذا. نعم. هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Hat das der Prophet صلى الله عليه وسلم gemacht? Hat er diese Bedingungen aufgezählt? لا تقول ما نريد منك شيء إلا فقط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. Du sagst zu ihm, wir wollen von dir gar nichts, nur dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Diener und Gesandte. فإذا دخل في الإسلام تتدرج معه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Wenn er dann in den Islam eintretet und das Zeugnis bringt, danach gehst du mit ihm Stufe für Stufe, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم getan hat. جاء نصراني إلى إمام من الأئمة الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى. نعم. Es ist ein Christ gekommen zu einem großen Gelehrten.
وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب للخمر، لأنه يعرف إذا دخل الإسلام لا يشرب الخمر. نعم. أذاك تسئل هو قلاده إيش لي بدين إسلام ذا أبا إيش لي بغفتي الكحول؟ فقال له الضحاك بن مزاحم رحمه الله قال أسلم واشرب الخمر ما الإشكال؟ نعم. أذاك تجيز قلاده تسئل كاكن problem بعد مسلم وترينك الكحول؟ ف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ودخل في الإسلام. نعم. Dann sagte dieser Christ, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allahs ist und er wurde Muslim. فقال له الآن أنت الآن مسلم. نعم. Dann sagte der Gelehrte zu ihm, du bist jetzt Muslim. إن أردت الآن شرب الخمر جلدك السلطان وإن أردت الرجوع عن الدين إلى الكفر قتلك السلطان مرتد. نعم. Wenn du jetzt Alkohol trinken willst, dann wirst du vom König geschlagen als Strafe. Und wenn du sagst, ich kehre zurück zum Unglauben, wirst du vom König getötet. تأتينا مرأة وتقول أنا ما أريد الحجاب. أريد الدخول في الإسلام، لكن ما أريد الحجاب. قل من قال لك أنه عليك الحجاب أصلا؟ عليك الإسلام. فإذا أسلمت يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى شرح الله صدرها للإسلام. نعم. Und wenn zum Beispiel eine Frau kommt und sagt, ich bin offen, aber ich will Muslima werden, also sie ist nicht bedeckt, aber sie will Muslima werden. Wir sagen zu ihr, es ist gerade nicht Pflicht für dich, dich zu bedecken, sondern es ist gerade Pflicht für dich, erstmal Muslima zu werden. Und danach sagt zum Beispiel ein Gelehrter, wenn sie den Islam eintretet, dann wird Allah ihr Herz öffnen für diese Religion. إذن المحقق حقا للتوحيد والمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يبدأ به التوحيد. نعم. Also ist derjenige, der die Religion 100% umsetzt und den Tawhid 100% umsetzt, wie derjenige, der auch dazu ruft. القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب المبارك تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء تقول ما هو العلم تقول ضد الجهل القيام ضد القعود وهكذا. نعم. Und im zweiten Teil des Buches haben wir gesagt, erklärt der Autor den Tawhid, erläutert er ihn detailliert. Und wir haben gesagt, er erklärt den Tawhid durch das Gegenteil. Wenn man das Gegenteil von einer Sache weiß, dann kennt man auch diese Sache. Zum Beispiel das Gegenteil vom Stehen ist das Sitzen. وذكر في هذا القسم قلنا أنواع الشرك الأكبر أربعة. نعم. Und wir hatten erwähnt, dass in diesem Teil die vier großen Arten des Schirk des Götzendienstes erwähnt. الشرك في الدعاء. Die Beigesellung der Schirk in der Mitgebet. فإذا كان هذا الدعاء دعاء عبادة فأي عبادة تصرف لغير الله فهي شرك أكبر. نعم. كمن صلى وصام وحج لغير الله. نعم. Wenn also diese Dua eine Dua der Anbetung ist, ein Mitgebet in der Anbetung, dann wenn er zum Beispiel betet oder fastet oder die Pilgerfahrt vollzieht für jemand anderen außer Allah. وإذا كان هذا دعاء مسألة طلب فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر مثل طلب الولد والرزق وإنزال الغيث من غير الله فهو شرك أكبر. Und wenn es ein Bittgebet ist, was er von jemandem bittet, der nicht dazu in der Lage ist, was nur Allah kann, wie zum Beispiel den Regen herabsenden oder ein Kind ihm geben, dann ist das auch ein großer Unglaube, ein großer Schirk. Warum? Weil es kann nur Allah diese Sache erfüllen. الثاني الشرك في المحبة. Das zweite ist der Schirk in der Liebe. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع المحبة إلى ثلاثة أقسام. نعم. Die Gelehrten und unter ihnen Ibn Uthaymin teilen die Liebe in drei Teile. محبة مع الله يعني يحب الند محبة مساوية لمحبة الله فهذا هو الشرك الأكبر. نعم. Wenn er zum Beispiel jemanden genauso liebt wie Allah, also auf der gleichen Stufe liebt wie Allah, das ist ein großer Schirk. تحب الله ولا تحب أحد مع الله محبة مساوية. Du musst Allah einzig lieben und keinen so lieben wie ihn. القسم الثاني من أقسام المحبة المحبة في الله أو لله من أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. Die zweite Art von Liebe ist, dass man für Allah liebt und das ist der stärkste Knoten des Iman, dass man für Allah liebt und für Allah hasst. من تحب في الله؟ Wen liebst du für Allah؟ من يعرف؟ تحب في الله من؟ ما تعرف تحب في الله من؟ تحب في الله أربع أشياء. نعم. Du liebst für Allah vier Dinge. تحب العمل.
العمل يعني كل ما جاءت بالشريعة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والتوحيد وغيره. Also Taten bedeutet alle Taten, die unsere Religion uns vorschreibt, wie zum Beispiel das Gebet, die Pilgerfahrt und die Zakat und so weiter. وتحب العامل. Und du liebst denjenigen, der diese Taten tut. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Die Gesandten und Propheten. والملائكة عليهم السلام. Und die Engel. والصالحين وطلاب العلم والصحابة رضي الله عليهم وكل موحد. نعم. Und du liebst die Rechtschaffenen. Und die Schüler des Wissens und die Sahaba und alle Muslime. وأزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى كذلك تحب الأزمنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ثلث الليل الآخر شهر رمضان نعم. Und du liebst die Zeiten, die Allah liebt, zum Beispiel den Monat des Ramadan oder den letzten Drittel der Nacht. وأمكنة يحبها الله هذا الرابع المساجد مكة المدينة جبل أحد نعم. Und du liebst die Orte, die Allah liebt, wie zum Beispiel die Moschee, die Häuser Allahs, oder zum Beispiel die Stadt Mekka, Medina, oder der Berg Uhud. نعم. القسم الثالث من أقسام المحبة محبة جائزة محبة طبيعية محبة الوالد والولد والزوجة ويحب هذا تركيا مثلا نعم هذه محبة طبيعية بشرط لا تقدم على محبة الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نعم. Und die dritte Art von Liebe ist die natürliche Liebe, wie zum Beispiel, dass man sein Kind liebt oder seinen Vater, seine Familie oder ein Land und so weiter. Aber diese Liebe darf nicht gleichgestellt werden oder höher gestellt werden als die Liebe von Allah. الثالث من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الطاعة. نعم. Die dritte Art der großen Schirk ist, dass man Allah etwas beigesetzt in der Gehorsamkeit. وهذا إذا اعتقد أن حكم القوانين أو الطواغيت أو حكم فلان من الناس مثل حكم الله أو أحسن أو أن حكم الله لا يصلح إن اعتقد فهو كافر كفر أكبر نسأل العافية والسلام نعم. Das ist zum Beispiel, wenn er daran glaubt, dass die Gesetze von den Menschen von dieser Welt besser sind und nützlicher sind als das Gesetz von Allah. Wenn er das glaubt, dann hat er einen großen Schritt begangen. أما إن قدم حكم القوانين أو الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو غير هذا من أغراض الدنيا واعتقد أن حكم الله لابد أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد فهذا كفر أصغر كفر دون كفر كفر غير مخرج من الملة نعم. Und wenn er fest daran glaubt, dass das Gesetz Allahs das Beste ist und das Nützlichste ist und das Beste für die Menschen, aber er trotzdem das weltliche Gesetz nimmt, damit er daraus Nutzen hat oder Geld verdient oder finanzielle oder politische Ziele erreicht, dann hat er einen kleinen Kuffer begangen, einen kleinen Unglauben, der ihn nicht aus der Religion schmeißt. Schirk, الرابع من أنواع الشرك الأكبر, شرك النية والإرادة والقصد. نعم. Die vierte Art des großen Schirk ist der Schirk in der Absicht oder in dem Willen. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرقية وقد تقدم معنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين نعم. Und danach hat der Autor erwähnt eine Sache über die Rukia, über diese Heilmethode und dass sie sich in zwei Teile lässt. رقية شرعية ورقية شركية. Dass es eine gesetzliche, verlangte Rukia gibt und eine Rukia, die Schirk ist. فالرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى الشركية. نعم. Und diese Heilmethode der Rukia, die gesetzlich ist, sie hat drei Bedingungen. Wenn eine dieser drei Bedingungen nicht erfüllt ist, dann wandeln sie sich von der gesetzlichen zu der Ruqya, die Schirk ist. أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. نعم. Als erste Bedingung ist, dass diese Ruqya gelesen wird mit Versen aus dem Koran oder Sachen aus der Sunna oder die Bittgebete mit den Namen und Nacheigenschaften Allahs. أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. Dass derjenige, der diese Ruqya macht, Sachen spricht, die verstanden werden, die einen Sinn machen und die auf Arabisch sind. الشرط الثالث أن يعتقد أن السبب والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Die dritte Bedingung ist, dass derjenige, der das macht und für den es gemacht wird, dass sie daran glauben, dass es nur ein Grund ist, ein Zwischenmittel, damit die Heilung von Allah kommt, weil der Nutzen und der Schaden hängt allein von Allah. نعم. وذكر المؤلف كذلك التبرك. التبرك يعني طلب البركة. نعم. Und genauso hat der Autor erwähnt in seinem Buch,
des Tabarruk, das heißt, dass man um Segen bittet. فالتبرك ينقسم الى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع، والممنوع من الشرك الاصغر وقد يصل الى الاكبر. Und hat zwei Arten dieses Tabarruk genannt, einmal das erlaubte und verlangte und einmal das, was verboten ist. Und dieses verbotene Tabarruk ist ein kleiner Schritt, der auch zum großen werden kann. التبرك المشروع اما ان يكون بامر شرعي او بامر حسي. بامر شرعي هذا الاخ يقرا القران ويتبرك بقراءه القران وبحفظ القران وبالعمل بالقران وبالتداب القران، هذا تبرك مشروع ثبت على هذا ادله شرعيه. نعم. Es gibt einen Tabarruk, also um Segen bitten, der von der Religion aus gewollt ist, und zwar, dass man zum Beispiel viel Koran liest, viel Koran auswendig lernt und das Tag und Nacht liest. Das ist etwas, worüber es auch Beweise gibt im Buch und in der Sunna. يتبرك بالصلاة في المساجد، في الصلاة في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى. نعم. Wenn er auch zum Beispiel um Segen bittet mit seinem Gebet in den Moscheen, wenn er zum Beispiel in Mekka betet oder in Medina oder in Al-Aqsa. يقول أرض الشام أرض مباركة، أرض فلسطين. نعم. Oder wenn er zum Beispiel sagt, dass der Boden und die Erde von Scham eine sehr gesegnete Erde ist oder die Erde von Palästina. نعم. أو بأمر محسوس. نقول الآن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وضع الله في علمهم البركة إلى يومنا هذا ونحن ننتفع من علومهم. نعم. Oder man sieht dieses Segen darin, dass man es spürt. Zum Beispiel das Wissen der vier großen Imame. هذا التبرك محسوس. نعم. Das spürt man bis heute. لماذا؟ لأننا إلى الآن نسمع العلم عنهم والمؤلفات وفتاوى هؤلاء. نعم. Weil wir bis heute noch davon hören, was für wie viel Wissen sie hatten und die Bücher von ihnen und das Erbe, was wir von ihnen genommen haben. وإذا لم يثبت في هذا التبرك شيء لا في الشرع ولا في الحس ينتقل من المشروع إلى التبرك الممنوع أو من الشرك الأصغر. نعم. Und wenn es keines dieser beiden ist, weder der Segen in der Region noch der Segen, den man spürt, dann ist es ein Segen, der Schirk ist, kleiner Schirk. التبرك بتربة القبور التمسح بها. Zum Beispiel, dass man zu den Gräbern geht und sich durch an ihnen wäscht und sich mit an sie anfasst. التمسح بالأشخاص يعني بعض الناس يتمسح بالمشايخ يقول بركاتك يا سيدنا الشيخ مدر. نعم. Und manche gehen zu den Chefs oder den Menschen, die viel Wissen haben anscheinend, und fassen sie an und fassen danach sich an und sagen, das ist deine Segen. يتمسح بالكعبة ويأتي ببعض الألبسة ويتمسح بها في الكعبة. نعم. Oder er drückt sich an die Kaaba und er wischt darüber und wischt seine Kleidung darüber und sagt, da ist Segen. يتمسح بجبل أحد. Oder er fasst den Berg von Uhud an und sagt, da ist Segen. هذا من التبرك الممنوع. نعم. Und das sind alles verbotene Arten des Tabarruk des Segens. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الذبح لغير الله، يعني الذبح للجن والذبح لأصحاب القبور محبة وتعظيما، هذا شرك أكبر. نعم. Und ebenso erwähnt der Autor, dass es verboten ist, für andere außer Allah zu schlachten, wie zum Beispiel vor die Gräber oder für die Dämonen und die Djinn. Das ist ein großer Schirk. نعم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وبعد صلاة العصر بإذن الله تعالى نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. Geschwister, für jetzt langt es erstmal. Wir werden inshallah nach dem Nachmittagsgebet, nach dem Asrgebet weitermachen. Möge Allah uns alles zum Erfolg verleiten. نعم. والعذر عند كرام الناس مقبول. نعم.